Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Schlosskonflikt. Ja, heute soll es sich wirklich komplett nur um Mino drehen. Ja, warum diese Folge gerade heute? Ja, heute gibt es hier nämlich das Event Decke die Schätze auf. Da bekommt man ja, wenn man Gems ausgibt, halt Truhenversuche. Und das möchte ich heute ein bisschen mit euch machen, weil ich kann nämlich meinen Mino heute auf Max machen. Eine Heldenfähigkeit ist schon 10 von 10. Das war ja letztes Mal schon so. Und sein Kriegsgott ist noch 7 von 8. Das werde ich heute 8 von 8 machen. Sowie sein Talent nochmal ändern. Also sein Zweittalent. Und die Verstärkung auch nochmal ändern. Die sollen denn, ja, ich will überall einen 5er Skull haben, im Grunde genommen. So, ja, aufleveln ist er schon. Und ja, würde ich sagen, fangen wir einfach mal an jetzt zu rollen. Hier bei den Ausrüstungen. Ja, ist natürlich ein bisschen kostenintensiv. Ich hatte hier nämlich zuerst einen 5er Skull gerollt gehabt und dann hatte ich danach das hier halt raus gehabt. Ja, und dann hatte ich gesagt, ja, 4er Skull, okay, lasse ich erstmal drauf. Aber dadurch, dass heute halt anwerben und, nein, nicht anwerben, sondern Edelsteine ausgeben und Kisten bekommen ist, ja, hatte ich mir so gedacht, dass ich heute mal ein bisschen, ja, hier rolle. Würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Wünscht mir Glück. Ja, hier ist erstmal nur Mist rausgekommen. Ja, Genauigkeit brauche ich eigentlich genau gar nicht auf Mino. Ich will wirklich nur Kriegsgott drauf haben. Ja, da ist auch wieder nur Mist. Ja, hier ist auch nur Mist dabei. Ja, ist natürlich ein undankbares Rollen hier. Oh, okay. Perfekt. Dann haben wir schon mal, ja, schon die Hälfte geschafft. Ja, die Hälfte geschafft. Aber jetzt wird es natürlich um einiges teurer. Ja, da ist nochmal ein 3er-Skull. Ja, brauchen wir nicht unbedingt. Ja, Widerstand brauchen wir auch nicht. Crit-Widerstand. Ja, das brauchen wir auch alles nicht. Ja, Ausweichen wollen wir auf Mino nicht haben. Das ist irgendwie useless, weil der soll halt bloß Damage machen. Ja, Crit-Chance, ja, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Kritischen Blick mal auf die Gems werfen. Ja gut, wir haben ja noch ein bisschen was, ne? Wenn wir relativ schnell hier bei den Ausrüstungen gut weit kommen, dann können wir uns ja hier nochmal an dieses Zweitalent wenden und ja, vielleicht sogar auch nochmal ein bisschen rollen. Mal gucken, wie wir da ja, rumkommen, was wir da so alles kriegen. Wie gesagt, erstmal möchte ich mein Mino fertig kriegen heute. Oh Mann, das ist so undankbar hier, dieses Rollen, ne? Ja, da kommt wieder nix. Gibt es wirklich so viele Talente, so viele verschiedene? Oh Mann, ey. Ja, jetzt haben wir schon 4000 ausgegeben fast. Ne, 3000 gerade mal. Okay. So, ja, möchte ich rollen. Wieder nur Mist dabei. Dort auch nur Mist. Ja, Leben brauche ich auf dem überhaupt nicht. Der soll nur Damage machen, der soll ja nicht tanken. Ja, hier ist auch nur Mist dabei. Hier ist auch nur Mist dabei. Mensch, zwei Skulls hintereinander. Das, und jetzt kommt wieder erstmal gar kein Skull mehr, oder was? Wird jetzt auch ganz schön teuer, ne? Da ist noch mein Skull. Oh, ein Glück. Ja, jetzt sind wir bei 450 Gems. Also wenn jetzt noch mein 5er Skull kommt und dann danach halt nur Mist, dann rolle ich auf jeden Fall nicht nochmal. Weil danach wird es ja unverschämt teuer. So, weil jetzt hält sich das, naja, was heißt in Grenzen? 450 Gems pro Roll halt, ne? Das ist schon ganz schön happig. So, ja. Und jetzt lasse ich das nämlich so. Jetzt hat er, ja, 1, 2, 3, 4, 5 mal 5er Skull. Ja, also besser hätte es ja nicht laufen können, sag ich mal so, ne? Ja, jetzt haben wir, warte, 3, ja. Dann haben wir ja 8 Gems, 8k Gems ausgegeben. So, und dann wollte ich mich auf jeden Fall nochmal hier ransetzen. Ja, das mag ich nicht, das Talent. Das mag ich auch nicht, das auch nicht. Das auch nicht, okay. Schuss. Ja, das ist doch hier, wo die Reichweite erhöht wird, ne? Genau, dann werde ich mein Aries freischalten, diese Folge noch.
Kurz mal überlegen, weil ich muss ja hier nochmal von diesen Ethersteinen nochmal ein bisschen was dazu kaufen. Offen. So, ich will ja hier nicht unbedingt alles hier rein. Bam. So. So, dann schalte ich den nämlich erstmal frei. So, aufleveln. Verbessern. So, zwei Aries habe ich ja gerollt gehabt, letzte Folge. Genau, verbessern. Io. Perfekt. So, was hat er für Dinger hier? Der hat. Oh, der hat Siegesrausch. Oh. Ja, dann lasse ich natürlich Siegesrausch drauf. Hier rolle ich einfach nochmal. Ein bisschen. Aber das brauche ich nicht unbedingt hier. Na, heute ist wie gesagt eine richtige Verstärkungsfolge. Eigentlich sollte es sich ja bloß um Mino drehen, aber ja, der ist ja schon so gut wie fertig. Da muss ich halt bloß noch das Ach, der Kriegsgott heute noch drauf machen. Das machen wir auch noch zusammen. Ja, Vierer Skull. Nicht so unbedingt. Ich will erstmal ein Fünfer-Talent am Anfang haben. Und hier kommt nur Crap. Richtig schlecht. Ich roll jetzt mit Gems. So, Crit-Widerstand. Nö, brauchen wir nicht. Dann auch nur Crap. WTF! Jetzt kommt doch mal was Gutes hier, bitte. Crit-Chance. Crit-Chance. Lock ich erstmal. Crit-Widerstand, der brauche ich nicht, weil ich den eigentlich sonst nie einsetze. So. Ja, Genauigkeit von mir aus. Ja, komm, ich lasse das erstmal so. Ich wollte ja hier nochmal ein bisschen was rollen. Glühende Rüstung. Glühende Rüstung. Ist eigentlich auf dem SK ziemlich gut, aber den habe ich noch gar nicht freigeschaltet, soweit ich weiß. Und kann ich ja. Doch, kann ich theoretisch freischalten? Orden habe ich genug. SKs habe ich aber, glaube ich, keine Duplikate. Und oh, das wird teuer dann. Nee, ich lasse das erstmal. Dann roll ich hier erstmal weiter. Nein, ich habe hier keinen. Doch, den hier. So, Mensch, das ist noch ein bisschen komisch hier mit dem Rollen. Schutzbefohlener des Waldes. Tank-Talent. Tank. Warte mal, Schutzbefohlener. Hat eine 16% Chance, Fern- und maximal RP wiederherzustellen. 16% der maximalen RP wiederherzustellen. Glaube ich besser als hier, das hier. Also auf dem Kürbis, sag ich mal so, der soll ja noch ein bisschen länger leben. Ja, hier kommt erstmal wieder nix. Oh, ein Fünfer. Fünfer Schutzbefohlener des Waldes. Da muss ich nochmal kurz nachdenken. Aber eigentlich kann ich das auf dem PD raufpacken, weil beim besten Willen, der soll ja viel aushalten. Bei den Dungeons, da kippt er mir viel zu schnell um auch. Ja, das geht schon mal auf Mino. Ne, war das nicht Mino? Wo ist Mino? Das. Jetzt hat er nämlich erhöht Angriff um 9% und wirft 7% des erlittenen Schadens zurück. Ja, das ist schon mal das Top-Talent auf ihm. Reduziert. Ja, und nu? Der Angriff. Ich glaube, das mache ich einfach auf den Kapitän drauf. Achso, wenn man hier auf Info drückt, dann sieht man sogar den Helden, zu dem das gehört. Das habe ich noch gar nicht so realisiert gehabt. Angriff 11% erhöht. Ich will eigentlich hier diesen komischen Templer nicht dazu haben. Ich will lieber mehr Angriffsschaden haben und reduziert den Angriff, denn wenn er angreift, das ist doch eigentlich besser, oder? Ja. Ich mag diese komischen Helden dann nicht so wirklich. So, jetzt haben wir nochmal das. Ja. Würde ich sagen, ersetzen wir auf jeden Fall hier drauf. Bringt richtig viel. Oh! Oh, jetzt würde ich wirklich gerne den Dings freischalten, den SK.
Wo ist denn jetzt eigentlich der Unterschied? Erhöht den LP 13% und macht dann 65% Schaden. Eigentlich bloß bei Helden, die so sich so ein bisschen buffen, ne? Wie gesagt, ich würde gerne den SK freischalten. Wie viel Splitter habe ich denn? Ach ne, ich brauche ja Ruhmpunkte, ne? Ruhmpunkte? Ruhmpunkte, ja, Ruhmpunkte. Ich habe ja, glaube ich, hier noch, warte mal. 5 von diesen, dann brauche ich noch 1500. 1500. Habe ich wirklich kein SK mehr irgendwo rumzuliegen? Ja, dann rolle ich nämlich nochmal für ein SK, würde ich sagen. In der Hoffnung, dass nochmal ein SK rauskommt. Da habe ich hier noch ein SK rumzuliegen. Nee, ich habe nämlich kein SK rumzuliegen. Nee, Leute, dann rolle ich jetzt nochmal für ein SK. So, ja, kann ja natürlich sein, dass jetzt natürlich kein SK dann kommt, aber Zyklop, so, Kristallschlamm, Henker. Ja, dann wird das nämlich eine richtig Hardcore-Folge hier. Machen wir wirklich alles. Oh, bitte SK. Nein, Snowy brauchen wir nicht. Eiskohle. Assassine. Paladin, sage ich jetzt schon, da war gar kein Paladin. Assassine, Kristallschlamm, Gala-Champion, Henker, Eisdämon, Schlangenkönigin, Todesritter und zweimal grün. Perfekt. Eigentlich ja nicht. Todesritter braucht kein Mensch. Dwag-Axe, nö, brauchen wir nicht. Aries und Schnitter. Aries brauche ich nicht mehr. Rudolf! Perfekt, Rudolf brauche ich noch für Devo. Dann hat sich das schon mal gelohnt, hier das Rollen. So, Paladin. Siehst du, ich hatte doch gesagt, vorhin Paladin. Jetzt haben wir ihn doch bekommen, den Paladin. Okay, ja, haben wir wieder mal eine Frosthexe, Werwolf und Kristallschlamm. Ein Kristallschlamm, eine Schlangenkönigin, einen Henker. Ein Kristallschlamm und ein Dwyer, ein Triton, noch ein Triton und Kristallschlamm. Beastmeister. Ja, nicht so gut, sag ich mal so. Jetzt haben wir zweimal grün wieder bekommen. Ich muss auch mal wieder ein Legendärer kommen. Ja, aber es scheint wohl so, dass kein SK rauskommen will. Warte mal, ich habe ja hier noch diese legendären Heldenkarten. Da können ja auch SKs rauskommen, ne? Ja, genau, dann benutze ich die mal. SKs, kommt schon. Nö, keine SKs. Aber hier sind, glaube ich, auch SKs drin, ne? Hat einer von euch hier schon mal SKs rausbekommen? Also ich noch nicht. So, dann öffnen wir die mal. Nichts dabei, was wir brauchen. Ja, war ja klar. Na, ja, dann müssen wir jetzt weiterrollen. In der Hoffnung, dass da ein SK rauskommt. Gala-Champion, ja, Hexenmeister, zweimal Kristallschlamm. Oh, das sieht ganz cool aus so. Zweimal Kristallschlamm, einmal Eisdämon, Kristallschlamm, Schlangenkönigin, Schlangenkönigin, Zyklop, Henker, Engel, Rocknur. Oh, den brauche ich doch nicht. Naja, für Devo schon, aber oh, ich will nur ein SK haben. Leute, gebt mir ein SK, eine nur. Jetzt kommt erstmal wieder gar nichts mehr. Werwolf, Werwolf, Kristallschlamm, Zyklop, Gargoyle, ja, brauche ich nicht mehr. Schamane, Beastmeister, Kristallschlamm, Zyklop, Heinda, Zyklop, Schamane, Eisdämon, Triton, Schamane, Zyklop, Schlangenkönigin, Triton, Schlangenkönigin, Henker. Überhaupt nicht nervig, wenn ich das so mache. Feinder, Assassine, Schamane. Schon wieder Beastmeister? Was das denn? Imhotep braucht man auch nicht. Feinder, Kristallschlamm, Henker, Bergriese. Gala Champion. Mal, wie viele Ehre habe ich denn jetzt? Oh, jetzt, guck mal, jetzt habe ich genug Ehre, um mir hier diesen Mister zu kaufen. Ja, dann machen wir das doch, oder? Ja.
Dann schalte ich nämlich mal meinen SK frei und dann hat er dieses. Oh, das wollte ich nämlich schon immer haben auf dem SK. Alter Schwede, so, warte mal. 1, 2, 3, 4, 5. 5 brauche ich, ne? Genau. 5 und dann brauche ich. Hä? Habe ich mich jetzt verguckt gehabt? Ich brauche jetzt noch 300 Ehre. Ich hatte mich, glaube ich, verguckt gehabt eben. Oh no. Nee, warte, ich habe doch hier noch diesen Verbesserungsstein. Alles gut, Mensch. Ich hätte gar nicht Rollen brauchen für ihn. Egal, jetzt habt ihr ein bisschen Roll-Action noch dazu gehabt. So. Nochmal ein bisschen. Oh, ich finde den Button nicht, weil ich das so wenig mache, ne? Und das nochmal, das nochmal. So, jetzt kann ich den nämlich auch schön aufleveln. Ausrüstung, Ausrüstung, aufleveln. Bam, 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 bam. So, dann haben wir den jetzt auch auf Max. So, da brauche ich, wie gesagt, diese Dinger hier. Verbessere ich ihn mal. Bam! Jetzt hat er schon diese Verstärkung schon drauf. Pass auf. Nee, hat er nicht. Ersetzen. Perfekt. Verstärkung. Dann machen wir nämlich hier auch nochmal ein bisschen was. Ja. Oh. Hä? Ich habe keine. Ich habe keine Orden mehr. Okay. Ja, dann hat sich das ja mit Ordenrollen erledigt. 5er Skull, ja, noch mal ein bisschen Damage noch dazu. Noch ein Skull? Holy shit, ja, ich lasse das erstmal so. Okay, ja. Genau, mein Mino, den hatte ich ja noch nicht gemaxt. So, eigentlich sollte es ja bloß eine Mino-Folge werden. Jetzt mache ich einfach mal alles hier auf Max. So. Bäm, Junge. Oh, jetzt sieht er richtig gut aus. Aber ich wollte ja eigentlich, ja genau, das wollte ich ja ändern hier. So, warte. So, da kommt erstmal nichts, kommt auch nichts, das brauche ich auch nicht. Hat beim Angriff eine 11%ige Chance. Nee, das ist doof. Beschwört beim Angriff einen Klingenkrieger, der. Okay. Ja, Junge, beschwört beim Angriff einen Klingenkrieger. Nö. Nö. Würde angreifen. Nee, brauche ich auch nicht. Ja, das darauf, okay. Perfekt. Gut, den brauche ich auch nicht, den brauche ich auch nicht. Glühende Rüstung. Alter, ich mache überall eine glühende Rüstung einfach rauf. Prozent und Energie reduzieren, oder? Wirft 5% des erlittenen Schadens zurück. Nee, ich möchte dich lieber zurückwerfen. Glühende Rüstung schon wieder. Schon wieder glühende Rüstung. Feuermagier beschwört beim Angriff ein Feuermagier, der 15. Feuermagier, okay. Fähigkeit ruft ein Kometen, der allen gegnerischen Zielen im Wirkbereich zufügt. Okay. Ich finde schon diese, wenn die was beschwören, schon eigentlich ganz geil, aber ich finde hier das auch geil. Nee, ich möchte lieber. Ja, auf jeden Fall. Wie oft habe ich das jetzt schon gemacht? Ein paar Mal auf jeden Fall. So, Schuss. Ah ja, das ist mit, Reichweite, aber ich habe jetzt hier schon das drauf. Darum lasse ich das erstmal so. Ja, nun kommt schon. Bringt mir mal irgendwie 5 von 5 hier was. Ja, das machen wir auf dem Kapitän drauf. Weil der Mino hat da ja schon 2, ja, genau. Oh, dein Ernst? Nee, das lasse ich jetzt erstmal. So, dann wollen wir noch mal ein paar Sachen hier einsammeln. So. Und ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so, weil ich habe ja jetzt so gut wie alles fertig. Ne, mein Mino hat jetzt. Ja, oh, das sieht doof aus, ne, irgendwie. Egal, der ist jetzt fast auf Max. Oh, ja, habe ich schon gemacht. Okay, aber wir werden jetzt nochmal die ganzen Kisten öffnen hier. Decke die Schätze auf, hieß das, ne, genau. So. Mal gucken, was wir da rausbekommen. Wir haben 31 Versuche.
Ja, was können wir da überhaupt bekommen? Also Elektriker, Seelensteine, Arktika, Seelensteine, Rockno, Skelektriker. Oh, an sich Elektriker. Oha. Okay, wir öffnen einfach mal ein paar. Aber es das heißt, wir öffnen einfach alle. Ne? So, was haben wir da? 1200 Ruhmpunkte. Ruhmpunkte können Sie von mir aus gerne aus dem Spiel nehmen. Orden. Ja, wow, jetzt haben wir endlich wieder Orden. Wir hatten ja alle Orden ausgegeben gehabt. So, 150 Edelsteine. Dann haben wir 200 Splitter. 150 Edelsteine. Komm schon, Elektriker, wo bleibst du? Ich möchte ihn unbedingt haben. Arktika. Arktika habe ich auch noch nicht. Ich habe generell noch keinen Drachen auf meinem Account. Ich weiß nicht, irgendwie wollen die Drachen nicht zu mir kommen. Und dann bekomme ich bestimmt jetzt Skelektriker oder so, den neuesten Helden, den man eigentlich so gut wie nie bekommen kann. Oder gar keinen Helden, ja. Mal gucken. Orden. 100 Edelsteine. 300 Orden. Ich hätte jetzt fast Ruhmpunkte gesagt, das wäre noch schlimmer. 600 Orden, okay, es steigert sich. 300 Orden, es geht wieder runter. 600 Orden. Ja, nun komm schon, komm schon. 200 Splitter. 600 Orden. 150 Edelsteine. 300 Orden. Oh, komm schon. Bitte. 1200 Ruhmpunkte. Oh, ich habe jetzt schon gedacht, weil es so länger gedauert hat, dass da diesmal was Gutes rauskommt, aber denkst du? Ey, ne, die Chance ist so gering, da was Gutes rauszubekommen. Komm schon. Und jetzt der letzte Versuch. Und 200 Splitter. Tja, Leute. So ist das nun mal, ne? Tja. Mehr wollte ich heute auf jeden Fall nicht noch verrollen. Weil, wie gesagt, mein Mino ist eigentlich so gut wie fertig. Hier schon allein seine Verstärkung. Pff, top. Also, jetzt mal beim Ernst. Also, besser geht's doch gar nicht. Holy shit. Ja, und dann werde ich heute mich mal ransetzen an den Dungeons. Deswegen mache ich eigentlich das Video, weil ich bin. Ich sweepe den 15er gerade erstmal. Und hier bin ich schon nicht mehr weitergekommen. Ja, gut, ich hatte auch nicht so wirklich weiter versucht gehabt, weil ich erstmal an. Ach, der Kriegsgott auf mein Mino drauf haben wollte, aber ich glaube, jetzt werden die Dungeons nur so hinfallen. Ja, wie gesagt, das habe ich hier alles fertig. Hier kommt dann noch schön Axt des Krieges rauf. Ja, und dann geht's ab. Na gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und ja, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch gerne hier der Gilde Puffreis joinen. Da bin ich der Anführer. Und ja, wie gesagt, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!